große Herausforderungen, was dieses Thema betrifft, aber Gott sei Dank durch die größeren Budgetmittel jetzt auch wirklich die Chance, da nachhaltig zu sanieren, nachhaltig die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen zu verbessern. An meiner Seite finden Sie jetzt und sehen Sie jetzt Polizistinnen und Polizisten schon mit dem, was neu angeschafft werden soll und auch, wenn schon da ist, mehr beschafft werden soll. Das ist auf der einen Seite, wenn Sie von mir aus sehen, jetzt auf meiner linken Seite, dass Wien besonders gefordert ist, natürlich auch beim Thema großer Sicherheits- und Ordnungsdienst, das heißt Einsatz bei Demonstrationen. Die Wiener Polizei ist hier in einer besonders, einer besonders geforderten und intensiv beschäftigten Situation. Das Versammlungsrecht ist ein hohes Grund- und Freiheitsrecht. Die Polizei schützt die Verfassungsrechte und die Grundrechte. Und dazu gehört aber auch eben, dafür zu sorgen, dass Demonstrationen friedlich, geordnet, aber vor allem auch sicher für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Bühne gehen können. Dafür brauchen die Polizistinnen und Polizisten Schutzausrüstung. Wir haben gesehen, dass das immer wieder gefordert ist, dass es dringend notwendig ist. Denken Sie an die Chaostage in Favoriten, wo massive Gewalt gegen Polizei ausgeübt worden ist. Und genau davor soll dann diese Ausrüstung auch schützen. Das heißt, das wird aber natürlich österreichweit ausgerollt und diese Schutzausrüstung dann österreichweit jetzt den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus dann von mir aus gesehen auf der rechten Seite eine ganz wesentliche Innovation, die in einem Testbetrieb jetzt eingeführt worden ist in die Polizei, mittlerweile auch als sehr gut befunden worden ist. Das ist die sogenannte Body-Worn Cam, die sehen Sie hier bei der Kollegin. Diese Kamera bietet Schutz, und zwar in vielerlei Hinsicht. Einerseits bietet sie Schutz für den eingesetzten Beamten, weil sie deeskalierend wirkt. Ein Gewalttäter, wenn man zum Einsatz kommt und besonders der eskaliert und sich dann wiederfindet in einer Bildaufzeichnung, hat man eine Chance, dass man die Situation schon von vornherein deeskaliert. Aber es ist auch Rechtssicherheit für den eingesetzten Beamten, für die eingesetzte Beamtin, wenn es dann darum geht, eine Amtshandlung zu rechtfertigen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein sehr ernstes Thema. Wir hatten 2019 über 1000 verletzte Polizistinnen und Polizisten im Einsatz bei ihren Amtshandlungen direkt. Und auch da braucht es mehr Schutzausrüstung auf der einen Seite, aber auch Innovation durch Technik, so wie wir es hier sehen, damit auf jeden Fall die Gesundheit der Polizistinnen und Polizisten bestmöglich geschützt wird. Ganz rechts außen von mir aus gesehen sehen Sie auch das neue Sturmgewehr, das mittlerweile ausgeliefert ist an alle Polizeieinheiten, darüber hinaus auch die Schutzausrüstung, die dazu gehört, weil wir eine neue Bedrohungslage haben. Das wissen wir durch die dramatischen Ereignisse seit 2015 und auch da Vorsorge treffen müssen, dass Beamtinnen und Beamte, wenn sie Ersteintreffende sind beim Einsatz, rasch und effizient auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen können. Bei meiner Kollegin jetzt zu meiner Linken sehen Sie hier noch die ballistische Stichschutz- und Schutzweste an sich. Das ist von Wolfgang Sobotka schon initiiert worden. Der Beschaffungsprozess mittlerweile tragt jeder Polizist und jede Polizistin diese Art der Schutzweste. Das war eine echte Innovation zur Eigensicherung der Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Durch die zusätzlichen Mittel, 215 Millionen Euro, die wir mehr am Budget zur Verfügung haben, wird es jetzt auch gelingen, auch alle Schülerinnen und Schüler in Zukunft mit den jeweiligen Schutzwesten auszustatten. Das heißt, das Budget, das wir jetzt zur Verfügung bekommen, bietet uns viele neue Möglichkeiten mit einem einzigen Ziel, mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber vor allem auch Eigensicherheit für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten zu gewährleisten. Vielen Dank. Na, es ist Gott sei Dank gelungen, das Budget wieder weit über die 3-Milliarden-Grenze hinauszuschieben. Diese 215 Millionen Euro mehr, die wir jetzt zur Verfügung haben, schaffen Sicherheit einerseits in den Investitionen, die wir brauchen. Das, was man heute hier noch gar nicht sieht, ist, wir haben einerseits natürlich viele Herausforderungen, wenn es um den Schutz der Polizistinnen und Polizisten an sich geht, wenn es um die bauliche Infrastruktur geht. Aber Sie wissen, wir machen auch ein Drohnenprojekt gerade jetzt. Das heißt, es wird auch in diesem Budget schon
auch drinnen enthalten sein, dass wir Drohnen anschaffen können zur Grenzraumüberwachung. Das heißt also, dieses Budget gibt uns eine viel größere Handlungsfreiheit und einen größeren Handlungsspielraum als die vorhergehenden. Dem Bundeskanzler ist das Thema Sicherheit sehr wichtig. Der Finanzminister hat es jetzt möglich gemacht und wir als, sage ich, Verantwortliche jetzt für die Polizei werden das Bestmögliche tun, um es so effizient als möglich einzusetzen. Ja, Sie können sich wahrscheinlich noch an die dramatischen Ereignisse erinnern, beginnend von Frankreich, Charlie Hebdo. Wir haben sehr rasch terroristische Bedrohungen, die aus dem Nichts heraus entstehen. Wir haben Amoklagen, die aus dem Nichts heraus entstehen. Wir haben leider vor nicht allzu langer Zeit die dramatische Situation in Österreich gehabt, als ein Amoktäter 3 Cobra-Polizisten getötet hat und einen Rettungsfahrer. Das heißt, wir haben Herausforderungen, wo die Polizisten, die zum Ersteinsatz kommen, auch vor besonders gefährlichen Situationen stehen und unter Umständen auch da massiv schon einwirken müssen, um die Bedrohung einzudämmen. Genau das macht das möglich. Das war jetzt das Investitionsprogramm, auch durch das neue Sturmgewehr, damit auch hier, und das geht ja immer einher, es geht ja nicht nur immer um die Waffe an sich, die zum Beispiel jetzt angeschafft wird, sondern einhergehend damit ist auch verbunden eine größere, stärkere, intensivere Schießausbildung mit der Waffe, damit Polizistinnen und Polizisten, die zum Ersteinsatzort kommen, rasch agieren können und damit aber auch wieder Menschenleben retten können. Das stellt sich ganz unterschiedlich dar, weil wir in Wien eine Sondersituation, wir haben hier eine hohe Polizeiinspektionsdichte auf sehr engen Raum in den Bundesländern, gibt es die Investitionsprogramme laufend, aber gibt es auch durch die Verteilung flächenmäßig eine ganz andere Struktur und auch andere Möglichkeiten, sage ich jetzt ganz bewusst. Also wir haben zum Beispiel bei den kleinen Polizeiinspektionen oft Kooperationen mit den Gemeinden vor Ort, mit lokalen Dienstleistern, wie mit Bankfilialen etc., die auch gleichzeitig Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um eine Polizei